Ja, ich begrüße Sie, die Anhänger und die, die wir noch gewinnen müssen für die AfD. Das ist heute die letzte Veranstaltung, die ich selber als Direktkandidat und stellvertretender Landesvorsitzender in Eimsbüttel mache. Danach gehen wir nochmal auf die Marktplätze in Lockstedt, auf die Grägstraße vom Wochenmarkt und mit ganz großer Mannschaft nach Eidelstedt ins Eidelstedter Center. Wir haben hier noch Informationen auslegen. Unser Landesvorsitzender wird am 19. nochmal nach Niendorf kommen und einen Vortrag halten. Und dann bleibt mir eigentlich erstmal Danke zu sagen für die rege Teilnahme. Und ich würde heute gern mal mit den Angeboten der traditionellen Parteien umgehen. Schließlich ist das die letzte Veranstaltung vor der Wahl. Was haben Sie eigentlich alle gemeinsam, die Altparteien oder die traditionellen Parteien? Das ist ein Schweigekartell zu Grundsatzfragen, schlicht ein Schweigekartell, Euro, eine der wichtigsten Fragen gibt es nicht, Energiewende, naja, das regeln wir nach der Wahl. Dann sind sich eigentlich auch alle einig, mehr Steuern und Abgaben, die Partei, die immer gesagt hat, mehr Netto vom Brutto seit 16 Jahren, der habe ich mal angehört, die macht das jetzt mit Soli weg, aber eigentlich alle sind für mehr Steuern und Abgaben. Der Staat hat 150 Milliarden mehr eingenommen auf Bundesebene, seit Merkel dran ist. Und es gibt eine, wie ich finde, für Wohlstandssicherung und Zukunftssicherung ganz gefährliche Dominanz der Sozialpolitik über die Wirtschaftspolitik. Also ich habe mal in der Schule gelernt, man muss erst die Dinge erarbeiten und dann verteilen. Die meisten machen das genau umgekehrt. Und das Verschweigen und das Vertuschen von zentralen Problemen für unsere Existenzsicherung wird angeführt von Frau Merkel. Trapattoni würde sagen, das ist ja mit Flasche leer von Bayern für die Nichtfußballer, was glauben Merkel? Der Diskurs über konkurrierende Politikentwürfe ist eines der absoluten Fundamente unserer Demokratie. Und das kann man nicht mit verschweigen, nicht mit zutuschen, nicht mit aussitzen machen. Man muss diesen Diskurs einfach führen. Deswegen haben wir uns erlaubt, eine Partei für uns und sie zu gründen. Die Einführung und die hals- und rechtsbrecherische Verteidigung des Euros ist für mich und viele in unserer Partei der größte und der teuerste Fehler im westlichen Nachkriegseuropa. Es gab nur einen teureren und einen dramatischeren, das war die Einführung des Sozialismus in den östlichen Teil unseres Kontinents. Wir haben den Mut zur Wahrheit. Wir wollen die Speerspitze der Opposition nicht nur beim Euro, der Preistreiberei für Energie, bei Steuer- und Abgabenbremse, sondern zu vielen anderen Themen sein. Das werde ich nachher noch ausführen. Was macht die SPD? Sie war einst 150 Jahre für Fortschritt und Wohlstandsbeteiligung. Sie hat ihren Mitgliedern sehr erfolgreich versprochen, du wirst am Fortschritt, du wirst am Wohlstand beteiligt. Sie ist heute kleinkariert, sozialneidisch, hat ein Problembären wie Steinbrück. Nicht, dass ich nicht glaube, dass er keine Ahnung von Finanzen hat, relativ zu den anderen Politikern sogar mehr. Aber wenn man den auch noch als Problembär an die linke Kette von Nahles und Co. legt, dann passiert nach 150 Jahren SPD was Einfaches. Sie hat den Status der Volkspartei verloren und viel mehr als Mitleid sollte sie nicht mehr erwarten. Wir, die AfD, stehen für Wohlstandssicherung. Das ist leichter gesagt als getan. Wir haben Gott sei Dank eine wunderbare Wirtschaft, einen tollen Mittelstand, 1000 Hidden Champions, das hat kein Mensch auf der Welt, aber wir werden relativ schlecht regiert. Und diese Zukunftssicherung ist zusätzlich gefährdet durch tausende Milliarden für eine falsche Euro-Rettung, die uns gefährdet und den Griechen nicht mal hilft. 60% Jugendarbeitslosigkeit. Sorry, das ist asozial, das hat es in 150 Jahren nicht gegeben. Man kann jetzt sagen, Hände an die Hosennaht, das haben wir, mein Vater hat übrigens 3 Staatsbankrotte durchgemacht, Kaiser Wilhelm, ein Jahr nach meiner Geburt, Nazi-Ratten war der 2. Staatsbankrott und der 3., sorry, war die DDR. Die Linken sehen es anders, aber die sehen fast alles anders. Ich komme nochmal zu den Grünen, das ist meine Lieblingspartei. Also ich habe nie so jemanden verflucht wie diese Leute. Selbstgerecht, besserwisserisch, bevormundend, haben Spitzenplatz bei zusätzlichen Steuern und Abgaben und mit einer Marginalität, Veggie Day,
haben Sie den Bogen jetzt überspannt, meine Prognose um 10%. Es gibt keine Chance mehr auf Rot-Grün. Lassen Sie sich von keinem erzählen, dass wenn Sie die AfD wählen, dann würde die bürgerliche Mehrheit schwinden. Blödsinn. Rot-Grün hat keine Chance. Eine der wenigen Sachen, die bei der Wahl sicher ist. Zum Schluss zu meiner alten politischen Heimat. Ich war 40 Jahre bei den Liberalen. Ich fühlte mich in den Prinzipien von denen verraten. Grundanliegen wie mehr Netto vom Brutto haben sie 16 Jahre gepredigt. In den letzten 4 Jahren steigende Steuern, steigende Abgaben, mehr Verschulden, jeden Rettungsirrsinn mitgemacht. Und jetzt machen sie eine Mitleidskampagne, die sie auch schon seit 16 Jahren machen. Zweitstimme, das war natürlich ich, der weiß, dass wir jetzt alle Sachen überklebt haben. Zweitstimme für die AfD, selbst auf meinen eigenen Kandidatenbildern. Ich will, dass wir gewählt werden als Partei. Die Stimme für mich können Sie sich schenken. Wir haben kein Direktwahlsystem. Ich habe einen Traum. Und der Traum ist relativ einfach. Die CDU wiegt sich in falscher Sicherheit. Da bin ich sehr erwartungsfroh. Die SPD bleibt schwach. Die Grünen sind im selbstgerechten Rückwärtsgang. Die FDP bekommt die verdiente Belohnung und fliegt raus. Und die AfD, die ein Stück Eisbergpartei ist, verändert durch den Einzug ins Parlament am 23. die machtpolitischen Koordinaten, wird zur Speerspitze der Opposition für überfällige praktische Veränderungen. Ich lasse es mal, wenn wir das konsequent spielen, dann haben wir eine zweistellige Summe für die Europawahl. Weil die Rechnung, Wahlzeit ist Lügenzeit, die Rechnung, die kommt kurz nach der Wahl und sie wird in einer Dichte kommen, man sieht ja auch die Geschwindigkeit immer mehr. Sie erlassen den Griechen 100 Milliarden Schulden, 9 Monate später haben die eine vergleichbare Summe schon wieder als zusätzliche Schulden. Wir sind im Aufwind, wir haben tausende aktive Kämpfer und keine Apparatschik. Gehen Sie mal wie Bruno Beck und ich oder Joachim Pries auf die Marktplätze. Da stehen 5 Sozialdemokraten und reden mit sich selber. Die CDU haut nach einer halben Stunde ab, wenn wir kommen. Die Grünen sind auch nicht mehr so hoffnungsfroh und auf 24% geeicht zu Kretschmann-Zeiten. Sie werden uns auch nicht mehr totschweigen können. Sie können uns auch nicht mehr erschrecken mit unfundierten 3%-Prognosen. Man muss sich mal vorstellen, ich habe mit 4.000 Leuten, vielleicht auch nur 3.500 geredet, eine 500er Probe von Faser. Da sind 15 AfDler drin und die werden nicht aktiv gefragt. Die dürfen passiv mal sagen, nein, will ich nicht, sondern ich wähle die AfD. Es gibt kein historisches Vergleichsmaterial, keine Rohdatenbearbeitung. Und wenn die FDP jetzt nicht mehr auf den Marktplatz gehen kann und sagen, wähl mich, ohne Zweitstimme komme ich nicht rein, dann haben wir ja ein gutes Argument für die letzten 5 Tage. Schmeißt die Stimme nicht an die Liberalen, pack sie bei uns rein, dann sind wir sicher drin. Und diese 5 Tage ausschwärmen, jeden, den Sie kennen, Freunde, Verwandte, Linke, was meinen Sie, wie viele Stimmen wir von den wirklich Betroffenen kriegen, bis zur SED-Nachfolgepartei, Bürgerliche und vor allem Nichtwähler, da kommt man am schwersten ran, ist aber die größte Partei, das größte Potenzial. Wir können nur gewinnen, wenn jeder von Ihnen hier rausgeht und weiß, dass er 3 bis 5 Stimmen noch bis Sonntag holen muss. Wer noch nicht angefangen ist, kann solche Ziele auch erreichen. Der Lohn ist ein großer. Schnellste Parteienentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Innerhalb eines halben Jahres sind wir drin. Das hat es noch nie gegeben. Und das verändert das deutsche Machtgefüge nachhaltig. Weil wir wollen in der ersten Runde in die Köpfe rein. Wir wollen um Gottes Willen keine Koalition. Weil die werden ihre Europapolitik, sprich Geldverschwendung, Verantwortungslosigkeit, Rechtsbruch nicht ändern. Es sei denn, wir kriegen kurz darauf in Europawahl 10% und europaweit wird das ein Denkprozess auslösen. Was meinen Sie, wie die Finnen, die Holländer, die Österreicher darauf reagieren? Wenn das letzte Land, was nur Europa-Kotau-Parteien hat, eine Bewegung hat, die was Neues bringt. Lassen Sie mich was zu den Wahlprogrammen sagen. Normale, klassische Parteien haben 100 Seiten. Da steht nicht viel Gescheites drin, aber sie wollen viel ihre Lobbyistengruppen, ihre Flügel abdecken oder wie die Grünen 319 Seiten. Man gönnt sich ja sonst nicht. Es gibt ja keine Volksbeglückung, die die Grünen nicht schaffen. Blättern Sie das Zeug mal durch. Wir haben 2 Seiten, 8 Punkte, aber diese 8 Punkte sollte man zur Lebenserhaltung einfach ernst nehmen. Ich werde sie nachher in Teilen vorstellen. Ich habe mich heute mal beschränkt auf die 3 großen E's, man kann auch sagen die 3 großen Realitätsverweigerungen. Das ist Kosten und Risiken des Euros.
Sinn und Unsinn der Förderung alternativer Energien und das 50-Jahres-Problem Einwanderung, Integration, Zuwanderung und ähnliches. Lassen Sie mich noch sagen, was wir Ihnen nicht bieten. Grillen und Chillen, Brunch und Talk. Das sehen Sie auf den Plakaten von der FDP. Er kennt das schon. Eins fand ich besonders irre. Eine Kugel Eis. Ich habe in Stelle Skat gespielt, habe ich ein CDU-Plakat gesehen. Ich kriege eine Kugel Eis. Ich habe fast das Skatspiel vergessen. Ja. Sie kriegen von uns auch keine einschläfernden Nichtigkeiten und Nettigkeiten. Von uns bekommen Sie keine Wahlgeschenke, keine bornierten Goodaways. Ein Kugelschreiber ist nicht, ein Luftballon ist nicht. Wir haben Material, mit dem man Werbung betreiben kann. Wer das Ding wirklich aufs Auto nimmt, zum Beispiel Flaggen, mit denen man die Begeisterung in die Straße tragen kann, das ja. Von uns kriegen Sie keine unhaltbaren Beruhigungen, keine Versprechen, sondern bittere Realitäten und dringende Empfehlungen für unsere gemeinsame Zukunftsgestaltung. Lassen Sie mich beginnen mit dem ersten Hauptthema, was ja quasi unser Gründungsthema ist, Kosten und Risiken der sogenannten Euro-Rettung. Und ich habe es mal anders gemacht. Ich habe mal gesagt, wofür wir sind und warum wir nur einen einzigen Punkt haben, wogegen wir sind. Aber der hat das in sich. Wir sind für ein dezentrales, eigenverantwortliches, wettbewerbsorientiertes Europa. Wer spricht noch von Wettbewerb? Davon leben wir. Wir sind für ein Europa der Vaterländer. Wir sind für ein Europa der Rechtsstaatlichkeit, auch beim Euro. Ich kann ja nicht sagen, der Euro ist heilig, das ist ja eine Ersatzreligion, da kann ich ja jeden Rechtsbruch mittlerweile für begehen. Wir sind für einen Euro-Währungsraum mit wirtschafts- und sozialpolitisch zusammenpassenden Ländern. Dazu gehört Griechenland todsicher nicht. Ein Land, was in der Wettbewerbsfähigkeit fast nichts zu bieten hat, in der Produktivität, was in den Sozialstrukturen und. Aber die Nummer eins in der Korruption, die Nummer eins in der Steuerhinterziehung, eine Verwaltungsstruktur hat, wo es elementare Sachen wie ein Grundbuchamt oder irgendwas zum Steuereinziehen, die haben 60 Milliarden ausstehende Steuern. Seit 4 Jahren, seit 3,5 geht das Theater und kriegen fast nichts davon eingezogen. Wir sind für ein Austrittsrecht aus einem nicht funktionierenden Euroraum. Was soll das denn sein? Ewigkeitsverträge. Unser Blödsinn möchte ja nicht meine Kinder mit verpflichten. Ewigkeitsverträge sind für mich rechtswidrige Verträge per se. Wir sind für ein Verbot des Aufkaufs maroder Staatsanleihen zur Monetarisierung von Staatsschulden. Das ist eine der schlimmsten Sachen überhaupt. Länder wie Griechenland haben Anleihen begeben, wo man vielleicht nur 48 von 100 Euro wieder zurückkriegt. Und die werden, das weiß ja keiner, das ist ja eine völlig undemokratische Institution. Ich bin einer der Kläger gegen die Europäische Zentralbank, weil ich sie für eine Irrsinnsinstitution, für eine undemokratische, für eine Spareenteignende und halte. Für 200 Milliarden sind Staatsanleihen aufgekauft worden. Kein Mensch weiß, wenn wir die ziehen in 2 Jahren, ob wir 40 Milliarden oder 30 Milliarden Verluste damit gemacht haben. Das ist verboten. Das steht ja noch an als Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Die Monetarisierung von Staatsschulden. Es ist ja nicht nur Bailout-Klausel, also kein Haften für Schulden anderer Länder, sondern wenn sie für fingierte Kurse, Staatsanleihen zurückkaufen, um Zinsen zu senken, um Leuten aus der Patsche zu helfen, dann ist das eine Politik, die schlicht verboten ist. Und wir warten sehnsüchtig auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das kommt 4 Wochen nach der Wahl. Jetzt kommt was Schwieriges, wir sind für eine geordnete Rückführung der Tage-2-Seiten. Jemand, der häufig lügt, wie Schäuble, hat am Anfang immer gesagt, ja, das Problem gibt es gar nicht. Das ist ein Zahlungsbilanzausgleichssystem. Recht hat er. Mein Sohn hat darüber seine Diplomarbeit als Volkswirt geschrieben. Aber das bedeutet faktisch, dass der Süden seit Jahren gegen uns zieht, ungenehmigte Kredite. Das ist ganz einfach vorstellen. Die wollen sich ein Auto kaufen, die Portugiesen, die Griechen, die Zyprioten, wer immer. Oder eine Maschine für ein Unternehmen. Die Bank hat kein Geld. Die Nationalbank hat kein Geld, aber sie hat Ziehungsrechte gegen die Europäische Zentralbank. Und die Europäische Zentralbank kann das durchstellen an die Bundesbank. Die EZB hat 36 Milliarden Eigenkapital, aber Verpflichtungen für ein Dutzendfaches davon eingegangen. Ist übrigens einfach, haftet wieder der Steuerzahler, wer denn sonst?
Und wir haben in der Spitze, wie mein Sohn die Arbeit abgegeben hat, im Dezember letzten Jahres 780 Milliarden ungenehmigte Kredite gegen uns gehabt. Erstens, das ist nur gegen uns. Zweitens, im Gegensatz zu ESM und all diese schönen Fonds, ist, wenn die Griechen verzweifeln und der Kessel explodiert und die gehen raus, ist der Anteil, der gegen uns gezogen wurde, sofort komplett verloren. Viel Spaß. Das sind Summen in einer Größenordnung. Da kann mir von den Altparteien keiner vernünftig erzählen, wie er das machen will, außer dass er mal Financial Repression macht, das heißt Sparenteignung über 10 Jahre, ein bisschen Inflation und wie man das eben so macht. Volkswirte können sowas. Wir haben einen einzigen Punkt, den halten wir aber für so was von Hammerart wichtig, gegen den wir sind, gegen die Gemeinschaft, Vergemeinschaftung von Staats- und Bankschulden. Und seien Sie sicher, Bankschulden ist noch schlimmer als Staatsschulden. Die europäischen Banken haben 10.600 Milliarden. Die Fridis in Spanien haben zu hunderten Milliarden Schrottimmobilien, die alle leer stehen. Und wir machen jetzt eine Bankenunion. Das ist doch funny. Und wenn Mami sich hinstellt und sagt, ich garantiere einen Scheißdreck, wenn es ernst wird, ist so viel Geld gar nicht da. Eine europäische Zentralbank hat 1.000 Milliarden in kürzester Zeit gedruckt, hinter denen kein Wert steht. Das ist Geldschwemmenpolitik. Aber diese Dinge, die müssen wirklich bezahlt werden. Und das sind dummerweise die, die hier sitzen. Ich sage nochmal ganz kurz, warum funktioniert der Euro eigentlich nicht, wie er geplant war? Weil er noch nie funktioniert hat. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat eine Währungsunion funktioniert. Selbst da, wo sie militärisch erzwungen wurde, die USA, da hat man erst 5 Pleiten gehabt von Bundesstaaten, dann hat man eine No-Bail-Out-Klausel, die heute wieder gilt. Also Kalifornien haftet, keiner haftet für Kalifornien, keiner haftet für Ohio. Die müssen Lehrer und Feuerwehrleute entlassen. Aber sie haben, weil sie eine einheitliche Nation mit einheitlicher militärischer Führung sind, haben sie einen einheitlichen Dollar. Aber jede andere Währungsunion in der Geschichte der Menschheit hat nicht funktioniert. Das ist eine Zwangsjacke, wo sie zwei der zentralsten Größen, die es überhaupt für eine Volkswirtschaft, für eine Weltwirtschaft gibt, abschaffen. Die Flexibilität der Währung. Wenn sie ganz anders unterwegs sind, früher in Rente gehen, mehr Sozialausgaben haben, mehr Steuern oder was immer, weniger Produktivität, weniger Arbeitszeit. Nehmen Sie mal Frankreich, die haben die Rente nach unten gesenkt, die arbeiten 35 Stunden, die haben lausige Produktivitäten. Das ist übrigens das viel größere Problem als Griechenland. Griechenland könnte man durchfüttern, Frankreich brauchen wir uns gar nicht erst drüber unterhalten. Und diese Unterschiede sind ja nicht nur im Wirtschaftlichen, sie sind auch in den Sozialsystemen. Es kann doch nicht sein, die Slowaken kriegen 400 Euro Rente, die Griechen 2,5-mal so viel. Mit welcher Berechtigung? Das können Sie ja gerne kriegen, wenn Sie es selber zahlen, können Sie auch 10.000 Euro kriegen, bis Sie pleite sind. Das ist ja nicht mein Thema. Wenn Sie in der Schwarzarbeit, in der Korruption, in der Steuerhinterziehung und, immense Differenzen haben, auch in der Qualität der Verwaltung, wie soll denn das zusammenpassen? Wenn mir jemand erzählt, Griechenland wird Bestandteil des Euroraums bleiben, dann hätte ich nur 3 Antworten. Das ist lustig. Du bist Finanzlobbyist? Ahnungsloser Politiker oder schlicht ein Idiot. Dazwischen gibt es nichts. Sie dürfen nicht vergessen, unsere Basis ist, wir sind eine Internetgründung, die nannte sich Plenum der Ökonomen. Da haben wir die besten Ökonomen, auch Linke in Deutschland, zusammengefunden und gesagt, was sind eigentlich die Probleme? Warum funktioniert das nicht? Wie kann es weitergehen? Wo hört der Wahnsinn auf? Welche Schritte müssen wir machen, um das zu ändern? Das heißt, wir haben mehr Sachverstand über Volkswirtschaft. Das streitet auch kein ernstzunehmender Mensch wirklich ab. Diese kleine Partei hat mehr Sachverstand in Sachen Volkswirtschaft als alle Altparteien zusammen. Ich warne jeden Narr, der in den nächsten Tagen wagt, gegen Lucke anzutreten. Neulich war das Söder und diese nichtige Frau Redling. So alt kann man doch nicht freiwillig aussehen. Da muss man doch Sadomasochist sein. So. Wir kriegen immer gesagt, wir töten etwas, das ist ein Friedensprojekt. Nein, der Euro ist ein Spaltpilz, ein lebensgefährlicher Spaltpilz. Wir hatten Frieden. Warum sind eigentlich Länder wie die Dänen, die Schweden, die Schweizer Lichtjahre reicher als wir? Angeblich geht uns das so gut. Die EZB hat eine Vermögensanalyse gemacht. Medianvermögen, das von 0 bis 50%, also die unteren. 56.000 in Deutschland, nicht Vorsagen.
wer die Zahl schon mal gehört hat, Zypern hat wie viel Vermögen? Wir haben 56.000 pro Nase. 296.000. Spanier 182.000. Lassen Sie sich nicht immer erzählen, wir sind reich. Man kann die Solidarität so weit betreiben, dass man daran kapeister geht. Aber das Schlimme ist, das bringt nicht mal den Griechen was. Können wir das mit der Diskussion später machen? Mit Immobilien zusammen. Ja, aber nicht das alte Argument, weil wir weniger Immobilien haben, ist die Zahl falsch. Weil wenn man weniger Immobilien hat, sollte man, wenn man das Geld nicht versoffen hat, irgendwo anders das Geld in der Vermögensbilanz haben. Also diese Manipulationsversuche, die haben Linke ja hoch und runter gemacht. Und das ist immer doof, wenn man Volkswirte vor sich hat, die das alles auswendig wissen. Was sind die größten Brocken dieser lebensgefährlichen finanziellen Rettungsaktion? Ich könnte sie Ihnen in Englisch wunderbar vorbuchstabieren, was ES, FS, ESM und ähnliche heißen. Will ich aber nicht. Will ich nicht. Das erste war ES, FS, ein Versprechen, heile, heile Gänschen, Kätzchen hat ein Schwänzchen, 2-3 Jahre mal die Büchse zusammenkneifen und dann wird das schon wieder gut sein. Das waren gut 300 Milliarden. Und dann hat man gesagt, no, das funktioniert ja nicht, dann müssen wir einen Ewigkeitsvertrag machen. Das ist kein 10-Jahres-Vertrag, die 750 Milliarden, das ist ein Ewigkeitsvertrag. Übrigens ein undemokratischer, da können Sie nicht klagen und tausend andere Sachen nicht. Das sind schon zusammen 1000. Tage 2 Seiten waren in der Spitze 780, jetzt so 640. Aufkauf von Staatsanleihen hat die EZB über 200 Milliarden. Der Internationale Währungsfonds hat viel Geld drin. Aber das Interessante ist, er wird rausgehen aus der Griechenland-Förderung. Er muss rausgehen, weil er Statuten hat. Wenn der Fall hoffnungslos ist, muss das IWF rausgehen. Ist das nicht herrlich, dass die wichtigste Institution der Erde für Rettung maroder Staaten rausgehen muss, weil es nicht mehr möglich ist und die blöden Europäer sagen, Hände an die Hosennaht, machen wir weiter. Dann gab es so dicke Bertha, 2000 Milliarden für die Banken. Ich weiß nicht, was sie kriegen, wenn sie sich Geld leihen. Die Banken haben 1% gekriegt. Ich habe übrigens mal einen Investmentclub geleitet, More Money for Your Money, habe Chicago-Schule. Also ich bin das Gegenteil von bankenunfreundlich. Aber das hat ja keinen Sinn, wenn ich nicht die Griechen gefordert habe, nicht uns von Problemen entlastet habe, sondern die französischen Banken habe ich entlastet, weil die mit 140 Milliarden in Griechenland in der Kreide standen. Ich habe schlicht den Steuerzahler und natürlich von der Quote 27% den deutschen Steuerzahler in Geiselhaft genommen. Und wenn man ihnen sagt, ja, das sind doch alles nur Bürgschaften. Das kann man vielleicht als Physiker sagen, aber tut sicher nicht als Ökonom. Wir haben eine Sparerenteignung. Schäuble stellt sich hin und sagt, wir sind Profiteur. Wir brauchen ganz viel weniger Zinsen zahlen. Das Doofe ist nur, ich werde Ihnen das gleich vorrechnen, schwierige Sachen sind immer ganz einfach, wenn man sie verstanden hat, dass Sie mehr enteignet werden als wir über den Finanzminister Vorteile aus den günstigen Zinsen haben. Sie gehen zur Haspa, die Haspa sagt 0,25 oder 0,5%, bei 1,8% Inflation sind 15 mal 10 plus Zinseszins sind etwa 23%, die Sie in 10 Jahren enteignet werden. Da kommt noch die Heimtücke hinzu, dass Sie rechtswidrig für Verluste, das sind ja alles Dauerverluste, Steuern zahlen müssen. Die Verluste müssen Sie versteuern. Die können Sie auch nicht irgendwo anders absetzen. Normalerweise kann man in jedem Unternehmenssteuerrecht Verluste gegen Gewinne aufrechnen, wenn Sie als Sparer enteignet werden. Ja, und dann sage ich mal nichts über Inflation. Das ist die eleganteste Form der Enteignung. Wenn Sie Betriebsrenten haben oder Lebensrenten, gucken Sie sich mal an, was Sie vor 3 Jahren, 4 Jahren versprochen gekriegt haben und heute. Und dann kann jeder mal gucken, ob er sich als Profiteur findet. Wie könnte es weitergehen? Ganz simpel. Der Kessel explodiert. Meine größte Erwartung Griechenland. Die werden einfach verrückt an dem Problem. Kehren zur Drachme zurück. Unser Anteil ist auf der Stelle futsch. Die Zahlerstaaten kriegen das nicht mehr durchgesetzt, politisch. Windows, also Microsoft, hat Nokia übernommen. Aber wenn eine Firma wie Nokia wegfällt, dann wird Finnland sich nicht mehr beteiligen wollen und können. Übrigens sind die Finnen die gewesen, die nur gegen Grundpfandrechte zuletzt noch. Wir sind natürlich so naiv, dass wir das so auf Zuruf machen. Also Zahlerstaaten zahlen nicht mehr. Wir diskutieren immer, ob die Schwachen die Ehre haben, rauszugehen.
Ich würde sagen, so wie wir die Fütterung einstellen, ist Schluss mit lustig. Und dann gibt es natürlich noch ein Szenario, was lautet, die Starken treten aus. Das ist der alte Euroblock. Die Finnen, die Benelux-Länder, die Österreicher, das Baltikum. Ja, dann ist das Thema auch zu Ende. Dann haben sie den Euro behalten. Warum muss ich den Euro aufgeben? Gibt gar keine Notwendigkeit dazu. Jeder Schein hat eine Angabe von der Herkunft. Sie können eine Parallelwährung einführen. Das hatten wir ausgesucht, gut funktionierend, vor der politisch erpressenden Einführung des Euros. 70% der Deutschen waren gegen die Einführung des Euros. Macht ja nichts, interessiert ja nicht. War ja ein Elitenprojekt. Wir waren ja zu doof dafür. Und Parallelwährung würde bedeuten, Sie kommen zu dem zurück, was wir vor Euro hatten. Jeder hat seine eigene Währung, wenn er sie möchte. Und es gibt eine Währung, das ist weiterhin der Euro. Und der ist quasi die Leitwährung, mit dem man auch nicht mehr EZB-seitig, also Europäische Zentralbank, rumspekulieren kann, sondern so eine Art Wertmaßstab, wo die Schulden gehalten werden, die Ersparnisse, die Investments gehalten werden und alles Laufende. Lohn, Gehalt, Rente, Ausgaben im Supermarkt und was immer läuft über die neue Währung. Folge in wenigen Wochen würde Drachme 40% abwerten und man würde wieder ein Stück konkurrenzfähig werden. Es gibt überhaupt gar keine Aussicht, dass so verfaulte Strukturen wie derzeit in Griechenland innerhalb einer Zwangsjacke Euro wieder konkurrenzfähig werden können. Wenn Italien und Frankreich dicke Backen kriegen, Frankreich ist das wahre Problem, das große Problem des Euroblocks, dann brauchen wir uns über nichts mehr unterhalten. Da können wir noch so lange erzählen, wir wollen retten, das geht nicht von der Größenordnung. Das wäre eigentlich der einfachste Weg. Was sollten wir nicht tun? Besinnungsloses weiter so. Was sollten wir nicht tun? Besinnungsloses weiter so. Das wird nicht mal Mami Merkel tun, wenn die Stimmung in 3 Jahren kippt. Wahlzeit ist Lügenzeit. Seien Sie ganz sicher, dass die Rechnungen noch vor Weihnachten kommen. Und die erste knackige Tranche, 20 Milliarden, noch ein Schuldenschnitt für Griechenland und nichts funktioniert. Man sollte auch nicht Pest und Cholera machen. Historisch hat man immer entweder Pest gehabt, Cholera mal hintern, aber andauernd nicht beides. Wenn ich jetzt weiterhin sage, macht nichts, lass uns nochmal Vertrauen haben und nochmal 2.000, 3.000 Milliarden da reinknallen, dann wird der schon kommen. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir versprechen Ihnen nicht, dass unsere Lösung preiswert wird. Wir versprechen Ihnen nur, dass wir mehr Verstand haben und dass wir nicht noch mehr Geld verschwenden wollen und Wege finden, die nicht zu dem entscheidenden Irrsinn führt. Wenn Sie zu spät umschalten und im Chaos versinken, ja, dann brauchen Sie sich auch über AfD-Positionen nicht mehr unterhalten. Schenken Sie uns das Vertrauen, weil wir einen Schrecken ohne Ende nicht wollen, weil wir einen unglaublichen Sachverstand haben und weil wir damit anfangen müssen, darüber nachzudenken. Hier ist übrigens die Statistik für die Vermögensdaten. So, das Zweite mache ich sehr kurz. Strukturell ein ähnliches Problem, Energiewende. Ich bin zwar Sprecher für diesen Programmbereich Energiepolitik. Wir haben eine abrupte Fukushima-induzierte Energiewende erlebt, die war mehr Chaos als Konzept. Ich mache das mal holzschnittsartig. Aber das wirkliche Problem ist, dass das Theater doch schon ewig und 3 Tage geht. Trittin hat sich ein Gedächtnisprodukt. Das ist die feiste Lobbyistenförderung, die es je gegeben hat. Der Schweinkram kostet 1.000 Milliarden. Wenn er seiner Klientel 20 Jahre 8% Rendite aus den Altverträgen auf die Dächer mit Steinzeittechnologie, das ist Solar, verkauft, dann muss man sich doch nicht wundern, dass wenn gleichzeitig in 15 Jahren die Steuer und Abgaben auf Energie um 242% gestiegen sind, die aktuelle Zahl ist 51% des Strompreises sind Steuern und Abgaben, an der Tankstelle noch viel mehr, das ist mittlerweile ein soziales Problem und nicht nur ein ökologisches Problem. Und ich hatte neulich die Heiduck vor der Flinte, wir kennen uns seit Ewigkeiten aus diversen beruflichen Veranstaltungen, die war sehr blass, weil sie so noch niemals angegriffen wurde, dass nur ausgerechnet die, die uns immer vorwerfen, den Bürgerlichen, wir wären Lobbyisten, dass sie die Lobbyisten, sie die Preistreiber, sie den Vorruf der Zerstörung bereitet haben für Schwerindustrie, energieintensive Sachen wie Aluminium oder Stahl, können sie auf diesem Preisniveau es gar nicht mehr machen. Und dann behauptet sie, als Vertreterin der Grünen, das wäre eine Subvention für die Industrie. Ja, wenn sie die Industrie ausrotten will, dann kann sie das tun. Lass Sie noch eins sagen, was ich
als Techniker immer, ich habe einen ganz komischen Lebensweg. Ich bin Kohlenhandel groß geworden, Maschinenschlosser gelernt, zur See gefahren, Planungsingenieur, später Innovationsforschung, habe auch Geld- und Währungstheorie studiert, Wirtschaftsförderung und viele andere Sachen gemacht. Wir müssen weg von der ideologiegeleiteten hin zu einer technik- und ökonomiegeleiteten Energiepolitik. Das ist ein kompliziertes Ding. Und wir haben verdammt nochmal tausende gute Ökonomen und gute Techniker, die das können. Dafür brauchen wir das Ideologiegesuckel von den Grünen nicht eine Sekunde. Wenn Sie bei alternativen Energien Leistungsschwanken haben, und jetzt ganz vorsichtig, ich rede nicht über Atomenergie, der Drops ist in Deutschland gelutscht, nicht in der Welt, sondern nur als Maßstab. Die Summe der alternativen Energien erzeugt in der Tat in der Spitze ein Leistungsvolumen wie 17 Atomkraftwerke. Das war letztes Jahr über Pfingsten für 3 Tage. Aber im schlimmsten Fall hat sie auch nur 1. Das heißt, in Regionen wie Mecklenburg oder Brandenburg stellen sie hinter jede Windanlage, hinter jede Biogasanlage, hinter jede Photovoltaik bis zu 2 Einheiten an Kraftwerken Grundlast. Das muss ja irgendwie erstens bezahlt werden. Also solange sie das Grundlastproblem nicht gesichert kriegen und die Lastschwankung nicht gesichert kriegen und gleichzeitig Gas- und Kohlekraftwerke abschalten wollen, ist das alles ein Irrsinn, der nie funktionieren wird, schon gar nicht technisch. Sie müssen ein völlig neues Leitungssystem haben, weil Sie machen ja nicht mehr Erzeugung von großen Blöcken so rum, sondern Sie schalten Millionen von Einheiten, Solarpanels, Wind und Biokraft und weiß der Kuh zusammen. Ideologiebasiert beenden, EEG-Gesetz, also alternative Energien rigide zusammenstreichen. Das ist völlig wahnsinnig, was wir da an Subventionen reinstecken. Ich habe früher bei der Fraunhofer gearbeitet, das ist die größte für angewandte Forschung in Europa. Die sind auf dem Wege, direkt Solarumwandlung im zweistufigen Verfahren in Wasserstoff zu machen. Wenn die das marktentsprechend machen, dann sind diese 1000 Milliarden, die wir jetzt, also wer gestern noch so einen Vertrag abgeschlossen hat, das müssen Sie als Steuerzahler, in dem Fall Stromzahler, das ist übrigens auch nett, man nennt die Steuern gar nicht mehr Steuern, das sind einfach Trittin-Gedächtnisabgaben oder was immer. So, fertig. Ja, Einwanderung. Ich habe nicht die leisesten Probleme, auch mit harten Themen. Traditionelle Einwanderungsländer wie die USA, wie Kanada, Australien, Neuseeland haben immer den Verstand gehabt, Genehmigungen für die Einwanderung nach Bedarfs- und Qualifikationskriterien vorzunehmen. Wir präferieren nicht umsonst, da bin ich mal eine ganze Woche beruflich gewesen in Toronto und haben uns das angeguckt, vor Jahren denn schon, wir präferieren das kanadische Einwanderungsmodell. Und das heißt ganz einfach, qualifizierte Einwanderung ja, massenweise Einwanderung in die Sozialkassen nein. Was haben wir gemacht durch rot-grüne Diktion, das ging ja bis tief in die CDU rein, diese guten Menschen haben das Lied gesungen, Multikulti ist immer gut. Und wenn es dann irgendwann mal klar ist, wie schwierig das ist, sind das die Leute, die am wenigsten Lösungsqualitäten haben. Wir haben vor allem bildungsferne Leute geholt wie Kurdistan, Hütevölker, die seit Generationen keine Schule gesehen haben, die keine Sprachkenntnisse mitgebracht haben. Wir haben unsere Schulen beschädigt, weil wir gar keine gemeinsame Sprache, ich bin jetzt 10, 15 Jahre zurück, mehr gehabt haben, dass Deutsch, vieler Leute, mein eigener Sohn ist mal, bevor er in eine Privatschule kommt, in so einer Schule gewesen, so schwierig und schlecht gewesen, dass man eigentlich sagen konnte, man hat nicht mal eine gemeinsame Sprache. Wir haben uns Parallelgesellschaftsstrukturen in Neukölln, in Marxloh und an vielen Stellen Deutschlands geschaffen, die kaum mehr lösbare Probleme für die Kommunen bringen. Aber wer glaubt, dass das immer mit Gesetzen oder Asylpolitik zu tun hat, der hat das nicht verstanden. Wir haben in dieser Euphorie, das Römische Reich ist auch an Überdehnung gestorben, haben wir vor 7 Jahren Bulgarien und Rumänien aufgenommen. Jetzt diskutieren wir die Türkei, ich wüsste nicht, was die mit Europa zu tun hat, obwohl es den Lichtjahre besser geht als den Griechen. Wir diskutieren über Weißrussland, Ukraine. Übrigens hätten wir dann Außengrenzen am Irak. Hey, na, sollte ich nicht sagen. Also viel Spaß, viel Spaß. Am 1. nächsten Jahres endet die Übergangsfrist und dann gibt es vollständige Freizügigkeit für Arbeit in der EU. Und das würde heißen... Also jeder darf überall arbeiten. Mhm. Die haben ja eine 7 Jahre Übergangsfrist und die Armutsflüchtlinge, also... Das, was man politisch korrekt Roma und Sinti nennt, sie selber glauben zu Recht, dass sie Zigeuner heißen,
weil Roma und Sinti, das ist so wie Bayern und Hamburger. Angehörige einer mobilen ethnischen Minderheit. Was denn? Angehörige einer mobilen ethnischen Minderheit. Ja, politische Korrektheit ist immer was Schönes. Ich mache mal das ganz einfache Beispiel des besten deutschen Volkswirtschaftsinstituts, das ist IFO in München. Am 1. nächsten Jahres kommt ein Rumäne, 60 Jahre alt. Einzige Bedingung, er muss knapp 5 Jahre durchgefüttert werden von seiner Familie. Dann meldet er sich kurz vor Rentenbeginn bei der Bundesagentur für Arbeit. Die erklärt ihn für arbeitsunfähig. Dann kriegt er ein Existenzminimum. Da er niemals in Rente und Krankenkasse eingezahlt hat, ist der Geldwert, berechnet vom IFO in München, 1050 Euro. Ich glaube, wir alle kennen ältere Damen speziell, die tut sicher nicht 1050 Euro kriegen. Und dieses Existenzminimum für niemals eingezahlt, kriegt er bis zum Ende des Lebens. Und das nehmen Sie mit ein paar hunderttausend Mal. Viel Spaß. Und dann freut mich natürlich etwas, wo ich eine Beschwerde vom Kirchenvorstand gekriegt habe. Das ist doch ein Stück aus dem Tollhaus, dass die Italiener 300 Libyern ein Kopfgeld zahlen, damit die mal die 500.000 sparen. Das sind auch relativ junge Leute, die nach Hamburg abschieben. Hamburg geht Verdi und die Kirche Arm in Arm bei und betreiben schlicht Asylmissbrauch. Sie erpressen den Senat, dass er die Leute nicht fragen darf, wo sie herkommen, wie sie heißen. Die Kirche stellt Kirchenausweise aus, also das wird mitgeschnitten. Insofern muss ich mich da sehr zurücknehmen, was ich davon halte. So kann es nicht sein. Wofür ist die AfD? Dass man einfach die Gesetze, die wir haben, anwendet, dass ich die Leute, die das umsetzen sollen, auch unterstützen und dass ich nicht die Wahnsinnigkeit begehe, wie das jetzt ein FDPler als Verhandlungsführer macht, hier eine Sonderregelung mit den St. Pauli-Kirchenleuten, weil das spricht sich in halb Afrika rum. Viel Spaß, viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich so viel noch erzählen sollte, Staatsfinanzen und Steuern nur im Schnelldurchreden. Jeder sagt Ihnen, wir haben so viele Löcher in der Straße. Ja, ist klar, wenn ich 20 Jahre nichts mache. Die nehmen immer 18 Milliarden ein und 20 Milliarden stecken sie wieder rein. Dann ist natürlich mal die Schleuse kaputt in Brunsbüttel, die ist übrigens 100 Jahre. Die Raderbrücke ist auch der Kanal, das ist der meistbefahrenste der Welt. Meine Tochter arbeitet im Kindergarten, die sehen auch nicht gerade gepflegt aus, sondern eher reparaturstauig. Wir haben trotzdem kein Einnahmeproblem. Wir haben ein Ausgabeproblem. Der Staat übernimmt immer mehr Aufgaben und immer mehr kriegt er davon lausig umgesetzt. Wenn man sich vorstellt, ein Teil der Wirtschaft würde so schlecht regiert werden wie manche Kommune oder manches auf Bundesregierung, da gibt es wenigstens eine Hygiene des Konkurses. Da gibt es die Bitte, die wir aber nicht entscheiden dürfen, doch noch etwas mehr Steuern und Abgaben zu zahlen. Ich habe mir mal eine Zahl rausgesucht, eine einzige. Der Bundeshaushalt ist in den letzten 20 Jahren, der Bundeshaushalt, von 219 auf 312 Milliarden gestiegen. Das sind plus 42%. Das finde ich noch nicht so erschreckend. Die soziale Sicherung ist um 105% gestiegen. Also wir geben extrem wenig für Infrastruktur aus und extrem viel für diese Dinge. Die Verkehrsinfrastruktur, also wo ab und zu das Auto mal anfängt zu springen, plus 5%. Wir sind für Zukunft sichern, für Neues aufbauen. Das heißt, wir müssen mehr investieren, weniger konsumieren, wir müssen wirklich sparen und nicht nur wie die FDP darüber reden. Wir haben eine wunderbare Wirtschaft, aber eine nicht wirklich professionelle Regierung. Ich darf die wichtigsten AfD-Anliegen nochmal zusammenfassen, damit uns genügend Zeit fürs Diskutieren bleibt. Mut zur Wahrheit ist unser Leitspruch. Es hilft nichts. Dieses ewige Umgeditsche da mit Political Correctness oder darüber redet man nicht und nach der Wahl können wir mal über Energiewende reden. Mut zur Wahrheit. Kein weiter so bei dem Euro. Entideologisierung und Marktorientierung der Energiewirtschaft. Das ist schon schlimm genug, dass der größte Sektor der Volkswirtschaft halbsozialistisch ist, Gesundheit. Bezahlbare Energie für Wirtschaft und Verbraucher. Keine weiteren Steuer- und Abgabenerhöhungen, mehr Geld führt nur zu mehr Unsinn. Für qualifizierte, bedarfsgerechte Einwanderung sind wir zu haben, aber keine
Einwanderung in die Sozialsysteme. Und wir sind vor allen Dingen für die Stärkung der Eigenverantwortung. Das fängt schon bei der Erziehung in der Familie an. Die kann ich nicht einfach in die Schule abschmeißen und. Wir sollten auch mal lernen, die Lehrer zu unterstützen. Wir können sie ja kritisieren. Alle Schulen, die gut sind, die Koreaner oder die Finnen, da ist die Schule anerkannt. Das sind die Besseren, die Lehrer werden. Und ich habe das wahnsinnige Glück gehabt. Ich habe eine erstklassige, 70-jährige Lehrerin gehabt in der Volksschule. Zweite Schicht, die anderen Schulen waren kaputt. Und danach hatte ich einen aus Berlin. Wir waren die erste Klasse. Ich war mit dem letztes Jahr in Langeneß auf Klassenreise. Der ist noch so gut wie früher. Es geht doch nicht um die 127. bürokratische Schulregelung. Es geht darum, dass es gute Lehrer sind. Um die Wahrheit zu sagen, meine einzige schlechte Note als Volkswirt war in Geld- und Währungstheorie, weil das war einer der ganz großen, harten Chicago-Schule MJM Neumann, 15 Jahre Chefberater des Wirtschaftsministeriums, wie die FDP noch einen Anständigen hatte, Graf Lambsdorff. Und der hat gesagt, Sieger, du bist ein hochintelligentes Kerlchen, aber du bist ein bisschen faul. Das habe ich geändert. Aber auch da war der Spaß für dieses schwierige Fach Geld- und Währungstheorie kam von ihm. Es war einfach ein guter Lehrer. So. Ich ende mal mit einem Appell. Ich weiß es nicht. Er müsste es wissen, Bruno Niendorf oder Joachim, weil wir viel zusammen unterwegs waren. Ich würde mal schätzen, ich habe mit 3000 Leuten geredet, jetzt in den 6 Monaten. Aber wir brauchen 50.000 Stimmen. Und das kann nur funktionieren, wenn Sie helfen, Ihre Überzeugungskraft bei Verwandten, bei Freunden, im öffentlichen Raum. Also wir haben viele in den letzten Tagen gewonnen, die mit rausgehen an U-Bahn-Stände, auf Plätze. Nur wenn sie an sich und an uns glauben, können wir sicherstellen, dass wir wirklich reinkommen. Und ich glaube, wir kommen rein. Ich danke. Hundertprozentiger Netzrückkauf ist ein besinnungsloser energiepolitischer Irrsinn. Erstens, Sie können auf dem Netz keine Energiepolitik machen. Sie können keine Klimapolitik machen. Die Preise werden ausschließlich gesetzt von Beamten, das ist die Bundesnetzagentur. Das Netz muss neutral sein. Da geht Atomstrom aus Frankreich rein und Kohlestrom aus Polen rein. Das wäre so, als wenn Sie so bescheuert wären. Ich verstehe die Linken da auch nicht, außer dass sie den Sozialismus wieder einführen wollen. Ich kaufe mir da auch nicht kaputte Straßen, wenn ich Städtebau machen will. Das Toteste, was Sie machen können, wenn Sie vorankommen wollen in der Energiepolitik, ist Netze kaufen. Und wenn man dann noch sagt, naja, diese 2 Milliarden, das rechnet sich ja, weil diese Halbverbrecher da von Vattenfall und E.ON, die glauben ja auch noch, das ist nachher irgendwie ein Staatsverein, der Energiepolitik machen kann. Darf ich mal das Fachwort nennen? Das heißt im EU-Ausschreibungsrecht, dass Sie, wenn die Stadt den Blödsinn beginge, für 2 Milliarden zusätzliche Verschuldung die Netze zu kaufen, dann muss sie europaweit diskriminierungsfrei ausschreiben für den Betreiber. Hello, das kann auch ein Franzose aus der Atomwirtschaft sein. Also mir graut vor der Idee, dass irgendwer den in die Nähe von 50% bringt. Meine persönliche Position ist krankhaft. Meine intellektuelle ist so schlimm, dass ich sage, selbst wenn ich auf deren Positionen wäre, sind die auf der falschen Hochzeit. Man kann nur mit dem Erzeugen davor oder was immer, aber niemals mit den Netzen Verteilungs-, Energiepolitik machen. Also man hat keinen Einfluss dann? Ja. Also es ist nicht so, dass man praktisch, wenn man jetzt zurückgekauft hat, dass man über die Miete das Geld immer wieder reinkriegt? Ja, das ist ja der große Traum, dass die sagen, die Firmen machen ja auch Rendite damit. Aber Sie können ja mal gucken, wie lange wir noch 0,5% für Bundesobligationen zahlen. Wir können in 3 Jahren vielleicht ja bei 2,5% und in 8 Jahren bei 5% angelangt sein. Und dann können wir ja wieder als Steuerzahler oder Stromzahler diesen kleinen Irrtum, dass man... Es wäre doch funny, dann würden wir doch alle bitte Unternehmer werden, wenn ich ohne Anstrengung einfach sage,
die Netze kaufe ich zurück, 28 Milliarden Schulden macht nichts, zwei zusätzliche, weil die werden ja kreditiert. Normalerweise bringt man Eigenkapital mit, ich würde das nicht mal kreditieren. Aber mal gesetzt der Fall, wer spricht denn davon, dass die politischen Eingriffe nicht eventuell so sind wie bei Hamburg Energie? Diese Gutmenschenvereinigung ist eine staatliche Firma, die hat außer Verlusten noch nichts gemacht, sitzt aber am Bunningdamm 1 und erzählt, dass sie ihnen gute Energie gibt und Vattenfall gibt ihnen böse Energie. Er nimmt immer noch auf, deswegen bin ich so zurückhaltend. Ich kann nur für mich persönlich fast beten, dass der Wahnsinn nicht passiert, dass die Netze zurückgekauft werden sollen. Weil das Geld fehlt, wer auch nur einen Hauch Ahnung über, nachher kommt noch unser Schatzmeister, der ist Banker, hat Milliarden kreditiert, ist übrigens trotzdem für Bankrott von Banken, Bankrott von Staaten, sonst würde er ja nicht bei uns sein, wenn er nicht für Hygiene wäre. Sie können ja nicht einfach 2 Milliarden zusätzlich aufnehmen. Da wird ja irgendwo anders Ihnen Geld fehlen. Und wenn selbst die SPD sagt, nicht mit meinem Geld, das gibt tausend andere Sachen. Ich halte es für tragisch, was da abläuft. Schön, dass wir solche vernünftigen Leute haben, aber noch nicht in Deutschland. Deswegen bitten wir ja Sie, dass Sie uns wählen. Das ist schlimmer. Wenn da Leute ausfallen, dann würden wir dieses Risiko zusätzlich mit draufnehmen. Stellen Sie sich mal vor, der dramatische Abstieg der Franzosen, das wirkliche Problem des Euroblocks, der geht auch nur noch 3 Jahre so weiter. Dann haben die nicht mehr AAA, nicht mehr AA, dann haben die eine Bonität, wo sie mindestens 0,3%, das hört sich wenig an, das wären in Frankreich so irgendwo 16 Milliarden würde ich schätzen sein, mehr zahlen müssen. Grauslich. Ja, die Finnen haben nicht umsonst gegen Goldbestände die vorletzte Tranche sich dinglich absichern lassen. Wir sagen Solidarität. Wir müssen aufstehen. Wir müssen klar machen, mit uns nicht. Ihr habt es gegen uns eingeführt. Ihr habt diese Verpflichtung gegen uns eingegangen. Ihr habt uns Steuerzahler in Geiselhaft genommen. Jetzt ist Schluss. Wir plakatieren nicht umsonst Volksentscheide für Schicksalsfragen Deutschlands. Dazu gehört der Euro, dazu gehört die Erweiterung Richtung Türkei und vieles andere. Wir sind auch für mehr Demokratie, aber bitte der Schweizer Modells, das wird in der Schweiz nämlich bei Netzen völlig anders auf. Da stimmen sie so rum ab, für was sie sind, und so rum ab, weil die ganz differenzierte kommunale Steuerhebesätze haben. Da stimmen sie auch ab, ob sie die finanzielle Verantwortung tragen, also mehr Steuern zahlen wollen. Deswegen geht vieles in der Schweiz nicht durch. Das ist eine reifere Demokratie als wir. Steinbrück würde sagen, müssen wir einreiten. Soll er mal bei Griechenland einreiten, da ist mehr zu holen. An Steuerhinterziehung. Sie hatten sich noch gemeldet. Da erwischen Sie mich natürlich im totalen Widerspruch. Die Frage der Energie ist eine Frage der Grundversorgung einer jeden reifen Volkswirtschaft, ist eine der größten Bereiche. Und ich verbitte mir kategorisch, dass die Leute, die von nichts und wieder nichts eine Ahnung haben, gestaltend von Ministerien eingreifen. Kann es nicht so sein, dass die Dinge, die sich am Markt bewährt haben und sich wirtschaftlich durchsetzen, dass das die Dinge sind, die wir machen sollten? Es gibt keinen Engpass an Energie, lassen Sie sich den Blödsinn nicht einreden. Ob Sie das mit Solarpanels machen, übrigens ist 2/3 der gepamperten deutschen Solarindustrie schon in die Grütze. Unser alter Pressesprecher ist bei Q-Sales gewesen, pleite. SolarWorld, naja, ist eine Kunstrettung, pleite, tausend andere Sachen. Man muss da Gründe haben, kann man sich da nicht wieder dicke Asperger hinstellen und sagen, das sind die bösen Chinesen, die haben da subventioniert. Warum machen die das denn nicht bei Autos oder anderen Sachen, nur bei Asperger? Nein, das hat ganz tiefe Gründe, die was mit Staatslenkung zu tun haben. Ich habe im Forschungsministerium gelernt, ein Demonstrationsprojekt heißt Demonstrationsprojekt, weil es demonstrieren soll, wie ich technisch und wirtschaftlich weiterkomme. Und nicht, dass ich dieselbe Dummheit 100.000 Mal aufs Dach setze und damit eigentlich nur die Schulden steigere. Ich habe vorhin schon angedeutet, wir haben gute Chancen, dass wir Direktumwandlung zweistufig Solar-Wassergas, Wasserstoff. Was wollen wir denn machen? 1 Million Autos, Elektroautos. Und Mami Merkel sagt, dass sie 1 Million Elektroautos haben will. Oder die Tür geht auf. Das ist doch bornierter Irrsinn. Das ist doch Staatsgläubigkeit im Hochquadrat. Das entscheiden wir, ob wir das wollen oder nicht. Und vor allen Dingen zu welchen Preisen.
Die Entsorgungsfrage ist nicht geklärt. Ersatzakkus kosten teilweise noch bis 4.000. Das ist alles andere als eine energetisch saubere Angelegenheit. Ich habe für die Fraunhofer schon 78 Millionen schwere Studien gemacht, wo es um energetische Amortisationsrechnung geht. Also wie viel stecke ich rein und wie viel hole ich wieder raus. Zero Emission, das ist wie Political Correctness. Das ist für jeden Techniker eine barbarische Lüge. Es gibt kein Zero Emission. Die Welt wird alles ausprobieren. Fusionstechniken, schneller Brüter, Wiederaufbereitung und. Und selbst innerhalb des Solarbereiches gibt es noch viele intelligentere Lösungen als das. Man wird wahrscheinlich höhere Wirkungsgrade haben. Es gibt auch nicht viel Unterschied von den grundsätzlichen Technologien zwischen Solar- und LED-Schirmen in der Elektronik, beim Fernsehen und was immer. Das sind alles nicht wirkliche Hightech-Sachen. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es funktioniert. Aber ich muss die Grundlastsicherung regeln. Also entweder ich habe 100 mal 180 Meter Blöcke, wo Wasserstoff in Industriegebieten drin ist. Übrigens so ein Wasserstofftanker, das wird ja runtergekühlt auf minus 265 Grad oder was. Wenn der mal im Hafen explodiert, ist ein halber Stadtteil weg. Es gibt nichts ohne Risiko. Wir haben die Möglichkeiten zu Alternativen. Und ich will ja nicht etwas gegen diese Dinge tun. Wie der Chef von E.ON gesagt hat, der Drops ist gelutscht. Das geht nicht mehr um das Was, also Atomenergie oder was. Da muss nochmal, da bin ich ausnahmsweise mal der Meinung der Grünen, das Problem mit der Endlagerung oder der späteren Wiederverwertung gelöst werden. Wie sagt er so schön, irgendwann, irgendwo muss das Zeug ja hin. Und wir werden eine ganze Zeit lang aus der Grundlastsicherung nicht rauskommen, es sei denn, wir machen riesige Speicherkraftwerke am Schluchsee zum Beispiel. Wer ist dagegen? Das ist ja Hochland der Grünen. Oder wir machen um Wasserstoffspeicherung. Wer glaubt, dass man das in Batterien speichern kann? Das ist dummerweise 4% des Speicherbedarfs, den wir in Deutschland haben. Lasst uns unsere Ingenieure und die Ökonomen mal fragen, dann können wir immer noch politische Entscheidungen treffen, wie viel wir für neue Technologien ausgeben wollen und das bitte auch ergebnisoffen machen. Wäre meine Antwort. Eine marktwirtschaftliche. Nee, Sie waren schon dran. Yes, Sir. Aber das viel größere Problem ist doch, die Zwangsjacke eines Einheitszinses ist für den einen zu eng und für den anderen zu weit. Für uns sind die Zinsen zu niedrig. Das werden wir spätestens merken, wenn die Angebotsbedingungen so sind, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot und man am ehesten in Deutschland in Inflationsgefahren reinläuft zurzeit. Hat die große Geldmenge nur dazu geführt, dass sie inflationäre Märkte kriegen an der Börse. Wir haben den Höchststand des DAX, bei Rohstoffen, bei Immobilien. Ich glaube nicht an den Einheitszins. Und ja, jeder Schuldner, auch Schäuble, möchte natürlich so wenig wie möglich zahlen und dann sagen, das ist gut für uns, vor allem für sich als Sparer. Und wir müssen uns stärker freischwimmen von den politischen Vorgaben. Ja, das war Lagarde, das war Trichet, das war Strauss-Kahn, das war Sarkozy und noch ein Adlatus. Und dann stand eine gegenüber in Dionville, das war Frau Merkel. Und diese Nacht hat dummerweise uns 310 Milliarden gekostet. Übrigens sind wir als Fachleute überzeugt, wenn man den notwendigen Schritt im Mai 2010 gemacht hätte, das im Mai 2010 war Griechenland Staatsbankrott, dann wären die heute schon wieder sehr viel frischer als sie mit dieser Rettung, die nicht funktioniert ist. Sehr viel frischer. Ist Frankreich eigentlich auch Bankrott? Das würde ich so nicht beantworten. Man kann, also die Schlingel, die gehen Staatsbankrott oder kriegen Schuldenschnitt. Hier braucht keiner große Angst haben, außer dass er enteignet wird. Weniger Renten, weniger Ersparnisse, ein bisschen Inflation, also als Volkswirt würde ich Ihnen das französische Prinzip der Steuereinnahme anbieten. Hohen Rupfen, viel Federn machen, möglichst wenig Gackern zulassen und die Umkehrung ist,
Ja, das Froschprinzip. Wenn ein Frosch in 100 Grad Wasser, ich hoffe nicht, dass ich mich irre, aber ich glaube, das ist so wild, in 100 Grad Wasser hat er eine Muskel- und Spannkraft, dass er noch rauskommt. Wenn sie jedes Jahr 3 Grad mehr machen, dann ist er hinterher so matschig, dass er schon bei 3 Grad Erhöhung nicht mehr rauskommt und einfach gegart wird. Und Financial Repression heißt das im Englischen so schön, dass sie Verluste beim Sparen machen. Und jetzt kann ich Ihnen noch nicht empfehlen, machen Sie das wie ich und gehen an die Börse. Da kann man ganz schön viel Geld verlieren, auch wenn man glaubt, dass man Ahnung hat. Im Übrigen wettet man ja an der Börse nicht darauf, dass man Recht hat, sondern wettet darauf, was die anderen wohl machen. Und Rechthaber wie ich sind da gar nicht so gut aufgestellt. War das eine Antwort, eine ausweichende? Ich liebe Frankreich zu sehr, als dass ich zu deutlich argumentieren wollte. Ja, aber das ist ja keine Religionsgemeinschaft. Ich bin zu 100% für Europa, der Dezentralität, der Eigenverantwortung, der Wettbewerbsfähigkeit, der Vielfältigkeit. Aber ich bin gegen Zentralismus und gegen Strukturen, die die Effizienz kaputt machen, die einen zwingen zu Sachen, die im Zweifelsfall für alle Beteiligten sogar schlecht sind. Wir können doch den Euro nicht zu einer quasi Religionsgemeinschaft machen. Der Euro ist ein Handwerkszeug. Der Binnenmarkt war das große Projekt, das erfolgreiche Projekt, das Projekt, was uns stark gemacht hat, verbunden hat. Das ist die Leistung der Väter und Mütter unserer Vorgänger gewesen. Aber doch nicht so ein Projekt, was sie für Europa nicht eine Sekunde brauchen. Europa ist auch Europa ohne Euro. Und wenn man immer sagt, ja, aber wenn wir jetzt, das habe ich früher auch geglaubt, ich war mal Euro-Anhänger, hab meinen Kindern so einen großen Papp-Euro, die Währung eures Lebens und Euro-Indexfonds geschenkt und weiß der Kuh. Ich habe auch gedacht, ah, irgendwie werden die das schon hinkriegen. Und habe früher auch so argumentiert, wenn wir denn im Jahre 2030 in Shanghai an die Tür klopfen oder in Peking und dann so als kleines europäisches Licht kommen. Stellen Sie sich doch mal einen Wahnsinn vor, der jetzt absehbar ist. Eines der größten und wichtigsten Länder des Euros, die übrigens 40% mehr Industriearbeitsplätze pro Kopf haben als die Franzosen, das sind die wahren Verlierer, die Engländer, 40% mehr Industriearbeitsplätze als die Franzosen, die wollen abstimmen, ja nicht aus dem Euro austreten, die würden nie eintreten, sind schließlich Briten, die wollen aus der EU austreten, dann haben wir nachher Kranke, die wir durchfüttern müssen, wie die Griechen, die Zyprioten, Portugiesen oder was immer. Und eine ehemalige Weltmacht, die immer noch drittgrößtes Wirtschaftsland dann Europas ist, nicht mal mehr in der EU. Und dann argumentieren wir mit, wir müssen stark und groß sein. Der Euroraum ist ein Ausschnitt und den nicht im Euro befindlichen, ich sage es nochmal, geht es im Durchschnitt sehr viel besser. Selbst jemand, der noch nicht drin ist, aber rein müsste, wie die Polen, die haben sich viel besser entwickelt ohne Euro. Und dass ein paar Kleinstländer wie die Esten, die Letten, das hat ganz andere Gründe. Ja, wir sollten uns etwas freistrampeln von dem allgegenwärtigen Machtanspruch der Franzosen. Aber das geht am besten mit ökonomischer Logik und Zwangsjacke reduzieren. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wer war als nächstes dran? Also ich gebe Ihnen mal eine viel dramatischere Antwort. Es gibt drei große Teile der Welt, die gottlos verschuldet sind und es nicht vollständig zurückzahlen werden. Das ist die USA, das ist Europa und der größte Irrsinnsvogel ist Japan. Japan macht 90% seiner Staatsverschuldung durch Erpressung. Die kreditieren sich bei Staatsfonds der Post, das ist da staatlich, für 1%. Wenn die auch nur zu 30% auf dem Weltmarkt raus müssten und zu Weltmarktzinsen, jetzt, wo es fast keine Zinsen gibt, sich Geld leihen müssten, wären sie pleite. Aber die Dinge haben ja immer zwei Seiten. Natürlich würde Schäuble dann endlich mal sparen müssen und nicht nur von Sparen erzählen. Aber die Mehrschulden sind auf der anderen Seite ja Sparergewinne und Vermögenszuwachs. Und das Schwierige ist, wir haben ja nicht 80% Schulden, das ist ja was für Dovis mit Plüschohren. Die offizielle Zahl für Deutschland ist weit über 300%. Das sind die sogenannten impliziten Verschuldungen, das ist übrigens auch die Zahl der EU und nicht nur von Raphael Hüschen, das ist eine Forschungsstelle für Generationengerechtigkeit. Wie kommt das zustande? Jeder in der Wirtschaft muss ja irgendwas mal machen, wenn er ihnen eine Betriebsrente gibt. Auf der Passivseite einstellen, also als Kapital vorhalten in der eigenen Bilanz, bis sie pleite sind.
oder eine Zusatzabsicherung über eine Münchner Rück oder irgendeine Versicherung. Der Staat nicht. Der Staat hat Staatsanleihen, die grundsätzlich als sicher gelten. Und jetzt bitte nicht schallend lachen, weil die Hälfte aller Staatsanleihen sind Schrott oder die Hälfte davon. Und sie haben ja keine Pensionsrückstellungen gebildet. Das sind hunderte Milliarden. Also ich bin immer ein Ferkel, ein wirkliches Ferkel. Auch alle Beamten, die hier im Raum sind, seien Sie sicher, dass Sie nicht den Hauch einer Chance haben, die Pension zu bekommen, die man Ihnen heute zusagt. Weil das würde heißen, dass jede zweite Kommune in Deutschland pleite ist. Und gucken Sie mal in Weimar, zu Brüningszeiten, da gab es zwei Gruppen, die man einfach zur Kasse gebeten hat, ohne sie zu fragen. 33% Reduzierung der Pension innerhalb kürzester Frist. Und die lieben Immobilienbesitzer, die ja glauben, dass sie jetzt alles richtig machen, indem sie auf solchen Niveaus einkaufen, bei mir in Harvesterhude bis 15.000 Euro pro Quadratmeter. Eine Immobilie kann man auch relativ schlecht in den Rucksack stecken. Dass jemand, der weiß, wie Finanzmärkte aussieht, da eleganter mit umgehen kann, muss ich, glaube ich, keinem erzählen. Es ist sogar noch schlimmer, als Sie gefragt haben. Und das wird ja kommen, dass wir mal wieder 2,5, 3,5% Zinsen haben. Zur Erinnerung, wir hatten 81, habe ich Staatspapiere gehabt, die haben 10,6% gebracht bei 5% Inflation. Da war ich echt gut bedient mit 5,5 realer Rendite. Jetzt haben Sie minus 1,5. Also ich habe ja schon gesagt, von den 8 zentralen Punkten würde ich mich am wenigsten gerne zu Bildung äußern, weil ich glaube, dass die ganzen Reformen, zum Beispiel in Hamburg, nur dazu geführt haben, wir haben fast das teuerste Schulsystem. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal gehört, dass wir nicht das Beste haben, im Vergleich zum Beispiel zu Bayern. Ja, ich bin für das Zentralabitur, ich bin für nachdrückliche Anforderungen, übrigens auch an die Eltern, nicht nur an die Schüler. Ganz entscheidend, auch an die Eltern. Und da denke ich nicht nur an die Unterschichten. Das gibt auch viele, die so ein Level vom Einkommen hatten wie ich, Manager waren viel unterwegs und die gesagt haben, naja, auf dem Flughafen kaufe ich nochmal eine Runde Beruhigungspillen ein für die Frau und für die Kinder. Und die Nanny hat es dann auch nicht gemacht. Also es gibt viele Gründe. Ja, ich bin für Zentralabitur. Unter anderem, weil das kann ja nicht sein, dass ich eine internationale Wirtschaft habe. Ich habe solche Sachen in der Wirtschaftsförderung regeln dürfen, dass ich immer von Düsseldorf hierher kam. Und das fast schief gegangen ist, weil der eine Klasse zurückgesetzt worden ist. Gut, wir hatten die Beziehung zur Schulbehörde, aber nicht jeder hat das. Eindeutig ja, habe ich. Also ich darf uns outen. Ne? Wir sind beide schon Mitglieder der AfD. Insofern gebe ich mal eine persönliche Antwort. Was heißt denn Einfluss nehmen? Sie glauben doch bitte nicht im Ernst, dass eine CDU, die eine Handvoll Leute hat, die klar die Euro-Probleme erkennen, wir haben übrigens in Hessen nicht gegen Willisch kandidiert, haben wir keinen Kandidaten aufgestellt, weil der auf unserer Seite ist. Die Zeit ist noch überhaupt nicht reif. Wenn Sie die Dummheit begehen würden, jetzt in 3 Wochen oder 3 Monaten eine Koalition mit der CDU zu machen, ja, da werden Sie vernascht for nothing. Vernascht for nothing. Ich habe 40 Jahre politische Erfahrung. Sie können nur die Speerspitze sein. Sie müssen sie ritzen. Sie müssen sie bisacken. Sie müssen sie vor sich hertreiben. Sie müssen die Medien antreiben. Und Sie müssen bei den Bürgerlichen und bei den Sozialdemokraten Leute gewinnen, die Angst in wie ihren Wahlkreisen vor der Wut der wählenden Bevölkerung haben. Und wenn Sie das auch nur bis zur Europawahl, das ist nicht mal mehr ein Jahr hin, gemacht haben und wir haben mit ehrlicher Arbeit unser Hauptziel, in die Köpfe reinzukommen, den Irrsinn zu beenden, wenigstens logisch, 10%, dann können wir mal wieder über Koalition reden, aber dann zu unseren Bedingungen. Nein, ich will Macht. Koalition ist Irrsinn. Für eine AfD. Und entschuldige, eins fehlt noch. Das ist ja eine Ente gewesen. Er hat nie gesagt, dass er eine Koalition machen will. Da gibt es natürlich auch gegenteilige Pressemitteilungen. Hier im Raum ist jemand, der Herr Speckham, der mir sogar einen netten Brief geschrieben hat. Das trifft nicht zu. Er hat in der Tat, wie ich gesagt, wenn denn die Bereitschaft
alternativ über diese Dinge, sprich verantwortlich nachzudenken, dann ist die Möglichkeit, dass man auch eine Koalition bilden kann. Das gibt, ist das Normalste überhaupt im Parlamentarismus. Aber da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt. Also die Koalition und Duldungsposition ist ja noch ein Unterschied. Über Koalition und? Und Duldung, der Position ja. Einer Duldung, also eines Stabilisationsfaktors, ist ja noch ein Unterschied. Also ich würde mich mal festlegen, es gibt nicht Rot-Grün. Und wenn die FDP rausfällt, gibt es nur die Möglichkeit, schwache SPD ohne Steinbrück macht eine große Koalition. Und die kommt ins Trudeln, das ist meine Hoffnung, in 2 Jahren, weil bis dahin werden die Rechnungen 10, 20 Milliarden eintrudeln und nicht nur in Griechenland, auch in Portugal, auch die Nachschlagsrechnung in Irland. Und das wird das Denken der Wähler vor allem verändern und das Denken der Presse verändern. Und dann kann man über manches reden, aber die Duldungsposition steht ja gar nicht an. Wen sollen wir denn dulden? Dass die CDU alleine regiert und das dulden wir, dann trete ich aus der Partei aus. Rot-Grün dulden. Ja, sehe ich nicht, sorry. Das ist eine alte konventionelle Vorstellung von der... Wir können doch nicht die sechste bekiffte Altpartei werden. Das kann nicht unsere Rolle sein. Und der Glaube, dass wir, sagen wir mal mit 6,5%, was ich nicht glaube, die ganze CDU auf den Kopf stellen. Ich denke, Mami ist eine der härtesten Machiavellistinnen, die es jemals in Europa gegeben hat. Sie ist sinnentleernd, sie ist zerstörend, sie ist wertevernichtend, aber sie ist eine eiskalte und perfekte Machtpolitikerin. Da werden wir keine Chance haben mit unseren fast alle unpolitischen Leuten. Da sollte man schon mal denen zuhören, das sind bei uns 2700, die früher teilweise wie ich Jahrzehnte Erfahrung in anderen Parteien hatten. Aber wird eine Frage sein. Ich glaube nur, dass wir uns durchsetzen mit der Position. Erstmal Opposition. Erstmal ist die Betonung. Also ich habe schon in meiner Antrittsrede zur Gründung der Partei in Hamburg im April gesagt, ich glaube, dass wir von den Sozialdemokraten und den Linken genauso gewählt werden wie von den Bürgerlichen. Wir haben immer eine Diskussion geführt, dass es im Kern die Bürgerlichen sind. Das halte ich für falsch. Von den Bürgerlichen sind unsere Funktionsträger gekommen. Ich zitiere mal einen sehr linken, hochintelligenten Tucholsky. Die Mehrzahl ist mehrzahlig, in der Mehrzahl der Probleme zu blöde, die Dinge wirklich zu verstehen. Aber Warnung an den Herrn Professor. Ihr Bauch, das ist Kohlenhandel pur, ihr Bauch sagt ihnen häufig mehr Richtiges als der Kopf des Professors. Das heißt, wir haben die internen Analysen, da müssen wir uns nochmal einigen, was da nachher alles so mit rein kann in die Internetdarstellung. Die internen Analysen von anderen Parteien liegen uns vor, über uns. Und die Linken haben sehr früh gesagt, wir befürchten, dass wir in unserer Wählerschaft noch mehr an die AfD verlieren werden als manche andere Partei in Deutschland. Wir haben am wenigsten bei den Grünen, wir werden viel Zulauf von der CDU, von der FDP haben, aber auch von Sozialdemokraten. Wir haben natürlich von denjenigen, die nicht natürlich vom Euro profitieren, die Banken sind für einen Euro, manche Großindustrie ist für einen Euro. Da muss man nur vorsichtig sein. Wer äußert sich denn schon als DAX-Vorstandsvorsitzender zum Euro, es sei denn, er ist der Vorsitzende von Linde kurz vorm Ende seiner Berufslaufbahn, erstklassig geführtes Unternehmen, ich spreche von Reitzle, unglaublicher Typ, der weit über den Horizont der Unternehmensführung hinausdenkt, der sieht das nicht viel anders als wir. Aber es gibt Profiteure des Euros, das sieht im Handwerk schon völlig anders aus, in den Familienunternehmen völlig anders aus. Wir haben nicht umsonst zur Einführung 70% waren gegen die Einführung des Euros. Und dass heute die Mehrzahl angeblich dafür ist, entschuldige, die Frage ist so gestellt, dass es ja eigentlich mehr um die Angst geht, vom Austritt aus dem Euro als für Euro zu sein. Nein, wir müssen all unsere Kraft zusammennehmen, um die Köpfe zu öffnen. Das ist die Runde Nummer 1. Wir sind eigentlich das einzige Land bisher,
wo es so eine Partei noch gar nicht gibt. Bei den Finnen gibt es das, bei den Holländern. In Österreich hat Stronach jetzt kandidiert und die Freien Wähler. Also es gibt es überall, in unterschiedlichen Schattierungen. Was denn? Stronach ist doch nicht gegen den Euro. Nein, Stronach, ja, wir sind ja keine Ein-Themen-Partei. Die eine Position haben zu Wirtschaft, zu Energie, zu Marktorientierung, zu Eigenverantwortung und. Er hat ja gefragt zu Schwestern im Geiste und nicht nur Euro. Ja? Also wir wären die erste und damit auch das letzte Land, was solche Alternative anbietet. Ja, dafür. Nicht, weil ich zur See gefahren bin. Auch da eine brutal deutliche Aussage. Brücke ist nur deswegen so schön, weil die Weisheit des Stadtrates mal entschieden hat, den Zugang zur Nordsee nicht zu sichern. In Dänemark ist mal die Ex-Hauptstadt abgenippelt worden, weil man nicht ausgebaut hat. Stade war mal größer als Hamburg. Ich würde das für zweckmäßig halten. Ich finde es auch unerträglich, dass die EU dafür ist, Niedersachsen dafür ist, Schleswig-Holstein dafür ist, Hamburg dafür ist und eine anmaßende Vereinigung wie Brasch und Co. sagt, Demokratie interessiert mich nicht. Flora, Fauna, Habitat, ich habe da irgendeine Schierlingspflanze oder was immer gefunden, oder ein Wachtelkönig, ich klage jetzt. Ich befürchte nur nachhaltig, weil ich bei dem größten Europas neulich war und man sich mal sehr, sehr intensiv ausgetauscht hat. Die haben ja oben für Bremerhaven den vorderen Teil der Weser entsprechend ausgebaggert. Ich habe früher Wirtschaftsförderung gemacht. Mehrere Bürgermeister sind zu Costco nach Peking gegangen und haben immer wieder versprochen, dass wir das hinkriegen. Das glaubt kein Mensch mehr. Wir haben unsere Glaubwürdigkeit als Kaufmannsstadt verloren an der Stelle. Und das ist was Dramatisches, in dem Fall in der maritimen Wirtschaft. Und die Chance, dass es nicht kommt, ist mindestens 50-50. Das liegt in Leipzig. Man soll Brasch und Co. nicht unterschätzen. Ich halte das für eine Vergewaltigung von Demokratie. Das ist meine persönliche Meinung. Die hilft dazu ja erstmal nichts. Was denn? Brasch, das ist der Besserwessi von den Naturschutzverbänden, der Klageführer der Bund Naturschutz. Man stellt sich mal vor, es kommt nicht. Dann gehen doch nicht nur die großen Schiffe nicht nach Hamburg, dann gehen ganze Linien raus aus Hamburg, dann geht das Volumen raus, dann brauchen Sie gar nicht erst einen Planfeststellungsantrag für die Hafenquerspange stellen. Dann können Sie vielleicht mal ganz neu denken und sagen, okay, wir schieben mal die Hälfte der Kisten nicht und investieren Milliarden in Forschung und Entwicklung oder was immer. Das ist nicht irgendein Problem, was nur die maritime Wirtschaft betrifft. Ich finde es unerträglich, auch auf der Zeitachse. Diese Schiffe werden doch in Zukunft nur noch wie Fiederschiffe bewegt werden. Also sie gehen in Rotterdam oder Antwerpen mit 6000 Toys raus, damit sie dann diese, jetzt könnte ich abfällig werden, diese kleine Rinne, 100 Meter Kilometer tief, nach Hamburg rein, nochmal mit 6000 Toys weniger fahren, also Containern. Das kann alles nicht gut gehen. Also ich gebe Ihnen mal eine generelle Antwort. Wenn wir Mut zur Wahrheit hätten, dann müsste man eine Fläche, die ähnlich groß ist wie Hamburg, den Überflutungsnotwendigkeiten wieder anheimgeben. Und das ist doch bitte zu allerletzten Problem von der Kedinger Marsch, wo nur Landwirtschaft betrieben wird mit exotischen Subventionen der EU. Kauf den Krempel aus, entschädige die Leute und schaff Überlaufflächen. Aber das ist doch nicht wirklich ein Problem an der Elbe. Das ist ein Problem an der Donau. Das ist ein Problem in Passau. Das ist ein Problem da, wo wir überall so dicht gebaut haben, und es nicht können. Die Holländer haben die Hälfte ihrer Einwohnerschaft unter Wasser. Aber die haben auch unendliche Erfahrung. Wie wir 62 die Flut in Wilhelmsburg hatten, war nicht die Flut das Problem, sondern dass der Krempel mit den Vor- und Hinterdeichsystemen und den Pumpen nicht schnell genug rausgekommen ist. Ich habe mal ein Labor mit 600 Leuten im Überflutungsgebiet in Harburg ansiedeln können, weil der hat mir eiskalt gesagt, wenn das in einem Tag wieder raus ist, ist das geschenkt. Aber wenn ich nicht zum Flughafen komme, mit den Proben, die nach San Francisco oder wo immer hingehen, dann wird es schwierig. Ja, natürlich muss man die Deichsicherheit ernst nehmen. Aber es kann nicht sein, dass sich strategische Dinge für eine Großstadt
an drei Obstbauern festmacht, dann müssen wir als Steuerzahler eben dafür sorgen, falls sich rausstellt, das hat einer mal so intelligent formuliert, das war Eckelmann, der größte Hafenbetreiber Europas. Lass uns ein Paket haben von Problemen, die unsere guten Ingenieure und Ökonomen ohne jede Probleme lösen. Und dazu gehört auch die frostschützende Berieselung mit Wasser. Wenn der Salzgehalt größer ist, ja, dann muss das eben aus Brunnen ohne Salzgehalt gemacht werden. Das ist eine Dauersubvention, das ist mir völlig klar. Aber ich kann doch die Entwicklung des Hafens nicht wegen einer Handvoll Obstbauern aufhalten. Das werden wir schon hinkriegen müssen, wenn wir uns nicht von der Weltgeschichte und der Wirtschaft verabschieden. Und Deichsicherheit, da sind ja nicht nur wir dran beteiligt, das ist ja klar. Wenn Sie das tiefer machen und überall Schotten machen, ob das die Äste oder was immer für ein Fluss bis Cuxhaven hoch ist, ja, dann kommt mehr rein. Und dann sollte man theoretisch mal vernünftig seine Überlaufflächen schaffen. Hatten wir ja früher. Also jetzt gebe ich mal eine verrückte Antwort, weil wir können ja noch nicht die Schuldigen sein, weil wir erst seit einem halben Jahr und ohne jede Macht unterwegs waren. Deswegen ist es natürlich leichter gesagt als bei etablierten Parteien, wir sollten mal wirklich sparen und nicht nur über Sparen reden. Aber anders geht es ja nicht. Die Bundesregierung hat jetzt die ganz großen Versprechen rausgebracht, dass man nochmal 28 Milliarden Wahlgeschenke, das ist eine der größten Seuchen westlicher Demokratien. In Afrika ist das immer so, wenn einer gewonnen hat, dann gehört das Land, die Rohstoffe und die Damen und weiß der Kuh immer dem, der gewonnen hat. So in ganz kleinem Maßstab ist, wenn man mal die Zackenkurve der Wahlgeschenke und des Lobbyismus sich anguckt, das mit den Wahlgeschenken auch ein Problem. Und das wieder zu reduzieren, wir waren 20 Jahre im Rückwärtsgang unterwegs. Übrigens war das eine Währungsreform, die hat 2000 Milliarden gekostet. Die wurde nicht durch Pfennigsbeträge wie den Soli finanziert, sondern durch Renten- und Sozialsysteme. Und das war die liebe DDR. Ich habe über Linke nichts gesagt, das finde ich einfach hanebüchend. Die stehen nur für Umverteilung, Nachfolgepartei der SED. Die würden am liebsten das Spielchen nochmal versuchen und dann anständig. Das ist nicht mein Ding, sich dazu zu äußern. Wir haben seit 3 Jahren erstmalig wieder reale Zuwächse. Deswegen ist es auch so schwer für uns jetzt Politik zu machen. Den Menschen geht es gut, glauben Sie. Die Menschen haben echte Zuwächse, der Konsum ist gestiegen. Aber eins ist nicht besser geworden. Ja, wir haben reale Zuwächse seit 3 Jahren. Ja, durchschnittlich, aber der Bürger sieht doch davon nichts. Doch, im Durchschnitt hat der Bürger mehr Einkommen. Und vor allen Dingen hat Schäuble unendlich hohe Steuereinnahmen. Niemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist der Zuwachs an Steuer- und Abgabeneinnahmen größer geworden. Und daraus ist ja nichts zurückgeflossen. Wir sind von 60% auf jetzt 81%, und zwar nur die kleine Verschuldung. Also wenn Maastricht mal wieder gelten würde, und ich wüsste nicht, warum wir nicht mal wieder rechtlich einwandfrei handeln können, noch gilt Maastricht, dann ist auch diese Republik schlicht 33% über Durst unterwegs. Also von 60 auf 81%. Nein, man wird schon, wen gucke ich denn mal an, Bruno am besten. Ich habe auf dem Parteitag Gott sei Dank zu 100% Zustimmung, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung bekommen für einen ganz einfachen Eintrag. Wir möchten in der Wirtschaftspolitik, dass alle Programme, dazu gehört auch die Wirtschaftsförderung, dazu gehört jede Subvention, jedes Sozialprogramm auf den Prüfstand gestellt wird, weil wir nicht nur glauben, sondern daran wollen, dass der Staat ein Ausgabenproblem hat, kein Einnahmeproblem. Sie müssen einfach Ausgaben streichen, Sie müssen Subventionen streichen, Sie müssen Wahlgeschenke reduzieren, streichen können Sie die nicht. Das wäre meine Antwort. Und das ist eine knochenharte Sache, da bohren Sie so ein Brett. Die FDP hat 4 Wahlperioden besprochen, hoppe, hoppe, Reiter. Die einen haben immer gesagt, heile, heile Gänse, und die anderen haben immer gesagt, mehr netto vom Brutto. Und jetzt muss ich natürlich sagen, Soli weg, weil das glaubt das andere, glaubt mir kein Mensch. Ich würde gnadenlos streichen bei Subventionen für die Energiepolitik. Ich würde auch in meinem alten Berufsbereich, ich habe nie Subventionen gebraucht, aber was meinen Sie, was wir ausgeben für Subventionen in der Wirtschaft? Weil eine Steuererleichterung, eine Zinsreduzierung, eine direkte Subvention,
Der Bericht der Bundesregierung weist ein Viertel der Zahlen aus, die das beste Institut dazu, das Kieler Institut für Weltwirtschaftsforschung, ausweist, weil die eben alle Kategorien, Steuererleichterung, Zinsverbilligung, Tilgungsaussetzung und was immer. Das ist unglaublich. Wir haben 1000D, kein Scherz, 1000D. Wir haben allein 3000 Fördermaßnahmen in der Wirtschaft. Und gucken sich mal den Sozialzoo an. Da ist eine ganze Industrie gewachsen. Oder die tausenden Betriebe und Millionen Nutzer für Photovoltaik, Biogas und. Die interessiert doch nicht eine Sekunde, ob das rentierlich ist. Sie kriegen mittlerweile für Windstrom, wo sie versucht haben, ihn zu erzeugen, kriegen sie Geld. Das kostet dummerweise 1 Milliarde. 1 Milliarde haben die Stromzahler jetzt mehr auf der Stromrechnung, weil die Anschlüsse, das ist eine staatliche Gesellschaft, TenneT, Niederländer, den Strom von den fertigen Offshore-Inseln nicht an Land kriegt. Also für den Versuch, der wird jetzt mit Diesel, die Windstrom, damit die im Schuss bleiben, das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist doch alles krank. Da müssen wir wieder zurück zu marktwirtschaftlichen Sachen. Und lassen mich das so brutal formulieren, Hygiene des Konkurses ist eine der wichtigsten Dinge für die Wirtschaft. Wir haben jedes Jahr 30.000, 40.000, die sich verabschieden. Wenn der Wirt nichts taucht, muss ein besserer hin. Wir wollen doch nicht in der Kneipe hängen, wo man nächsten Morgen durchhängt, nicht vom Alkohol, sondern weil die Küche nicht in Ordnung war. Also, wenn er es nicht kann, der Nächste. Das muss auch für Banken gelten, das muss auch für Staaten gelten. Und man kann doch nicht Jahrzehnte einen passivierenden Sozialstaat jenseits jeder Eigenverantwortung, steht mir zu, das ist doch der Untergang des Abendlandes, um mal pathetisch zu werden. Wir müssen so dicke Bretter bohren, dass wir ein Stück Sozialgeschichte wieder zurückschreiben. Ich bin an einem Buch dran, das heißt ganz einfach, Staatsschulden und Sozialstaatskrise, Zahltage für jahrzehntelange Realitätsverweigerung. Und da werden Sie auch Jahrzehnte brauchen, den Gammel wieder rückwärtig zu beschneiden. Ich nehme das mal als Schlusswort. Ich muss ja nicht immer meinen eigenen Sermon dazu geben. Wir haben Tisch reserviert hier. Ich bedanke mich. Wenn Sie das noch umsetzen in Wählerwerbung, dann kann uns nichts mehr passieren am Sonntag. Wer noch Sachen mitnehmen möchte, die liegen sowohl hier vorne als hier hinten. Wir haben auch, normal werden die verkauft, Flacken für die Autos. Da bitte ich alle.